Hallo, hallo und willkommen bei Judgment Zero, meine Damen und Herren. Bam, ich bin euer Asyl. Ja, und jetzt geht's mal wieder ab hier. Ich bin hier immer wieder verwirrt. Justice Review. Ja, so. Jetzt kommen wir mal zu ein paar geilen Case Reviews. Bin echt gespannt. Ja, haben wir alles gelesen hier. Ja, read agree. So, jetzt geht's ab. Wen haben wir hier? Okay, wir haben hier einen Leasing-Spieler. Trolling in Team Select. Assisting Enemy Team. Wow. Das muss ein verdammt kurzes Match gewesen sein. 14:30, GG, easy. 14:30, nur das zu haben, ist ein bisschen grausam, aber das hat ungefähr dasselbe Gold wie alle anderen auch. Ich kann nicht gerade erst sehen, wie er getrollt hat. Nasus wollte unbedingt Jungle spielen, er wollte unbedingt Jungle spielen. Weiß jetzt nicht, Alter. Mitte hat einfach nur hart verschissen, obwohl sie zwei Jungler hatte. Also ich weiß jetzt nicht, wo da das Trollen jetzt unbedingt war. Also hier würde ich schon eher den Fehler auf die Niederle abwälzen. Ganz im Ernst, also... Doppel-Jungle-Scheiß auf Top-Lane, so sehe ich das wohl hier. Nasus ist eindeutig der bessere Top-Laner, naja. Bei der Pick-Order, ich weiß nicht, also ich finde das jetzt nicht unbedingt hardcore trollen. Ich gucke mir mal die anderen Cases an. Negative Attitude, Enemy. Nur die Enemies. Ich bin mal gespannt. Was hat Fizz geschrieben? Warum war er so negative Attitude? What the fuck, guys? Aha. Oh ja, da war richtig böse negative Attitude hier, meine Damen und Herren. Oh lalalala, also wow. So, Offensive Language Ally. Okay. Bronze Players? ZenGG. Aha. Oh ja, der 3-9 Fizz beschwert sich über Bronze Players. Oh ja. Ich glaube, nur im Ranked in dieser Elo-Section wird am meisten geflamed. Der war kein Offensive Language. Er hat geschrieben, you are feet. So bad. Wow. Das war richtig hardcore Offensive Language. Aua, aua, aua. Was haben wir hier, Jenna? Assisting Enemy Team schon wieder, aber er hat nichts dazu geschrieben. Kann man direkt skippen. Negative Attitude. Flaming me and his team. Okay. Was nur der Enemy reported hat, kann man auch nur sehen, was der gerade geschrieben hat. Never DB for you. Oh. You suck not so much. Ja, das scheint wohl einer Gegner gewesen zu sein. Your team carry you. Lol, guys. This is not ranked. So why so much words? Ah, okay, es ist nicht mal ein Ranked Game. Das war kein Negative, also ganz im Ernst, wow. Was er lang geschrieben hat, das war kein Negative Attitude. Leck mir ein Paddel, ey. Ich habe viel zu viel Zeit mit dem verschwendet. So. Ich mache jetzt nur Stichproben-Case. So. Offensive Language. Flaming Abuse. Verbal Abuse. Flame, flame, flame. Okay. Wenn er hier nicht flamet, dann war es da schon. Aha. You idiot. Kobot. Blabla. Ja, schreibt in Caps. Das ist schon mal ein negatives Zeichen. Full Brand. Aha. Okay, 2-9. Sie haben verloren, wow. Oh Mann, da flippt der Brandfeuerschutz, wo er auch steht. Okay, Brand AFK and my fault. Ja, anscheinend. Ja, jetzt mal Brand nicht geflamed, mein Freund. Punish. So, so ist besser. Doch, da fühlt man sich gleich besser, wenn man mal Punish drücken kann. Punish. Oder. So, negative attitude and verbal abuse.
Alex Skype. Hm, oh ja, das ist schon sehr, sehr negative Attitude, meine Damen und Herren. Also, wie kann man hier nur Windows unterstützen? Oder Microsoft an sich. So, Nasus OMG warded. Hm, good job, Benny. Mal by Wards. Ah, Loops everywhere. Hm, das könnte man schon fast in Negative Attitude reinpacken. Report Botlane and Midlane. Ah, warum sollen Botlane und Midlane reporten? Steht 05, aha. 1-9, okay. 4-9. Mhm. Finish, please. Report this kid. Say the noob. Wieder irgendeine andere Assi-Sprache, das reporte ich gleich mal. Ich hasse andere Assi-Sprachen, ganz im Ernst. Im internationalen Spiel sollte man schon Englisch schreiben können. Ansonsten soll man sich einfach seine eigene Server rufen und fertig. Dafür gibt es die. Was haben wir denn hier? Offensive Language Verbal Abuse. Oh my fucking God. Loops. Hm. 14, 14, 25. Ein Loose. 12, 14, 23. Das sieht nach einem extremen Late Game aus. Mal gucken. Wow, es ist die 35. Minute. Okay. Hm. Das Spiel hätte ich gern gesehen. Das muss ein richtiges Schlachtfest gewesen sein. Alter Vater, ey. Lucky, lalala, go win, Akali. Fuck Minions. Noob Team, report looks. Yay. Okay, also Flame ziemlich hardcore, diese Nidale. Aber die haben noch nie Bumpy Flame sehen. Okay, Spamming. Negative Attitude, Flame, Spam All Chat. Ja, ist tatsächlich sehr viel. Aber so über die Minuten verteilt, das ist wirklich nicht viel. Schreib vielleicht jede Minute einmal was. Hm. Er steht 1913. Hätte fast hart gecarried. Nö, nö. Punish. Ganz im Ernst. Stimmt leider, was geschrieben wurde. Flame und Spam. Das kann man als Negative Attitude verbuchen. Der hat das Pre-Made reported. Negative Attitude, Offensive Language, Verbal Abuse. Okay, da haben wir gleich drei verschiedene Sachen. Irgendeines muss treffen. Mal gucken. Da haben wir 9-2 Flat. Das Gegnerteam hat gewonnen. Also hier, Vladimir, sein Team hat gewonnen. Ja, mit einem 9-2 Blatt ist das auch nicht mehr so schwer. Oh, er holt sich den Seelenstähler und die Gegner zu demütigen. Ich bin echt gespannt. Okay, was schreibt er denn, der Vladimir? Sorry for your name. Nee, sorry for you, Nami. Ja. Ich glaube, er Spanier. My body is ready to... Okay, er lacht sich irgendwie drüber kaputt, dass jemand aus Madrid kommt. Ansonsten schreibt er ja. Hi, ja. Und Bloodwave. Das, damit meint er wahrscheinlich sein Pool. Okay, Negative Attitude. Offensive Language. Verbal Abuse. Diese drei Gegner würde ich einfach mal selber gerne punishen. Punish. So. Thank you, your vote has been successfully submitted. Okay, was haben wir hier? Negative Attitude, Verbal Abuse und Verbal Abuse. Ich finde hier, Grün ist viel zu positiv dargestellt. Das ist echt zu positiv dargestellt. Okay, was haben wir da? 5-13. Ist mir auch schon mal aufgefallen, es werden nie die Leute reported, die zum Beispiel extrem gut stehen. Die werden einfach nicht reported. Die können das ganze Game über Flame ohne Ende, aber die werden einfach nicht reported. Okay, sie haben verloren. Bei Wayne, OMG, Amumu, Yunub, YLKS, bla bla. Und das sind alles nur Rage Reports, ist mir auch schon mal aufgefallen. Immer verliert das Team oder das Gegnerteam hat gerade verloren und dann reportet. Das ist irgendwie immer so. GG Programs, Amumu, bla. Für Negative Attitude, you have Abuse. Ich bin mir echt gespannt, wo hier das Verbal Abuse ist. Ob er echt so ein Wortakrobat ist. Ich bin wirklich gespannt. Komm schon. So, Verbal Abuse wäre zum Beispiel, ich habe das First Blood bei deiner Sister gestrikt oder sonstigen Müll. Das wäre wirklich Verbal Abuse. Aber sowas. Okay. Ich sehe da keinen Verbal Abuse. Assisting Enemy Team. Help Enemy Team. Was soll das denn? Okay. Assisting enemy team. Feeds hard and stay backdoor when enemies are in our base. Okay, feeds hard stimmt. Das kann man leider nicht ganz, aber... Naja, assisting enemy team, wenn schon zwei Leute schreiben... Muss da irgendwo was Wahres dran sein.
Trotzdem kann er auch nur so doof gewesen sein und nicht ganz genau, er scheint nicht ganz genau zu wissen, was er da tut. Vielleicht wollte er auch nur schnell aufgeben, aber das scheint schon mal wirklich, also das kenne ich selber, die Situation, das ist mir schon oft genug passiert, dass ich immer so einen kleinen Spacken hatte, der dann einfach weiter gebackdoort hat, obwohl das ganze Gegnerteam schon in der eigenen Base ist. Naja, aber hier kommt es drauf an, wie knapp das Backdooring war. Wenn jetzt gerade die ersten Tower im Backdoorn war und das Gegnerteam war schon da in der Base, oder gerade in den Nexus-Towern war und das Gegnerteam war gerade in der Base, dann kann man schon davon ausgehen, dass 4 Leute es schaffen, da 5 Leute aufzuhalten. Das geht. Mit 2 Tower-Unterstützung. Also nicht eindeutig nachprüfbar, wie ich finde. Badum-badum. Badum, badum, badum. Flame, Verbal Abuse, Negative Attitude, Singit, OMG. Ich denke mal, es wird sowieso bald besser, wenn es diese Replay-Funktion gibt. Es Bronze Blitz, what the fuck? Silver, bla bla. Okay, Negative Attitude, Spamming of a Different Language. Ah, da ist der Fall schon ziemlich klar, wenn er von beiden Seiten reported wurde. Da habe ich GG Noob gelesen. Bestimmt noch easy irgendwo. ein kleines Kind. Report. Ich brauche auch mal eine Spielpause. Was haben wir hier? Verbal Abuse. Einmal vom Ally reported. I hope you get permabanned. Okay, da hat sich einfach nur mit jemandem gestritten. Ja, das war richtig hartes Verbal Abuse. Weil er angedroht hat, sich zu reporten. Richtig Verbal Abuse. Was haben wir hier? Was? Badum, 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 badum. Ja, bitte. Ah, okay, einführend. Badum, 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 badum. Soon I will... Go AFK. Oh, das ist ja gemein. Okay, 053, 052, 371, 25 und 17. Sieht einfach nur aus, als ob sie hart gestompt wurden und es sehr, sehr, sehr viele Mad-Leute gab. Sondern er beschwert sich einfach nur über das Trolling. Ich sehe nirgends, dass er Verbal Abuse betreibt. Er beschwert sich nur über dieses Trolling. Kein Stück Verbal Abuse. Kann man dringend ein paar rücken. Da sind mir auch die anderen Cases mittlerweile schon egal geworden, meine Damen und Herren. Ganz im Ernst. Dann reportet einfach. Nur wenn der Report auch tatsächlich sein muss. So, you. I don't understand. You fucking losers. I call jungle first. Listen, go jungle. Mit. Let me too. Negative Attitude. You fucking losers. Schon Negative Attitude. Er steht 4-12. Punish. So. Badam, 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 badam. Okay, Spamming. Verbal Abuse. Das Team hat gewonnen und wurde trotzdem vom eigenen Team mit reported. Das ist selten. Wow. Okay. Hier schaut es zumindest schon mal so aus, dass Support keine Items hat. Nee, nee, stimmt nicht. Es war eine Top-Lane-Kai. Ich bin manchmal ab und kack trollen, so. Okay. OMG, fucking Feeder, Naut, Dive, bla bla. Report, Naut, please. Suicide, bla bla. Naut, du steht 9-6, Mann. Da soll man chillen, ey. What the fuck? Alter, wie lang der auf einen Fehler rumhackt. Boah, wow. Bye, bye, Kyle. Oh, er wurde einmal... Oh, ich wollte schon sagen. Offensive Language, was haben wir hier? Offensive... Wow, den Fall gucke ich mir an. Das ist toll, er wurde 4-mal vom Enemy Team reported. Und ich kann mir garantiert schon denken, was es war. Ne, er schreibt GGWP. Okay, dann mal gucken, was er geschrieben hat zum Gegnerteam. So böses, böses. Okay, hier bezeichnet er die Vayne als Pro. Also seine eigene Vayne bezeichnet er als Pro. Weil sie 25-9 steht. Das sind keine Pro-Stats. Trotzdem Pro Vayne. Oh. Fuck, dead luck. If I bla bla.
Come on, bla bla. GG. Was? Was? Für was wurden der reported? Also, entweder bin ich gerade blind, meine Damen und Herren. Also, für Fu, dead luck. Dafür kann man doch niemanden reporten. Was geht bei dem Alter, wow. Echt unfassbar. Das ist richtig bitter. Okay, offensive language, verbal abuse, negative attitude, spamming, verbal abuse. Und was haben wir hier? Negative attitude, offensive language. Okay, steht 2,6. Steht 2,7. 1,6. 13, 7, 8, er steht nirgendwo positiv, wo er reported wurde. Okay. Bla bla, bla bla, bla bla. Also der 3,7 Garen erzählt einem was von Unskilled. Das ist schon richtig lustig. Aha, aha, ja, ich hab genug gesehen, Punish. das haben wir hier. 7 von 5 Games. Wo wurde denn öfter reported? Oh! He insults my nation by saying fuck off Russian. I hate to be insulted in that game. I would be enough. He says go away or shut up. But special Russian is an insult. Ja, natürlich, aber dieser Typ hier hat gerade auch vergessen. Das natürlich, die Russen haben extra ihren eigenen Server, um sowas direkt zu vermeiden. Zufall? Ich weiß ja nicht. So, okay, so, did you learn, bla bla bla. Ich bin echt gespannt. Natürlich ist das natürlich, es ist natürlich auch Rassismus, wo und wir Deutschen speziell drunter leiden, das muss man einfach auch mit sagen. Und Rassismus kann ich einfach nicht unterstützen. Jetzt bin ich gerade gespannt, wo er es geschrieben hat. Fuck off Russians. Okay. Obwohl, mal ganz im Ernst, sie sind selber schuld. Sie haben den Zweiten Weltkrieg mit Kartoffeln geschmissen. So. Was haben wir hier? Offensive Language, Negative Attitude. Wir haben dann K6. Okay, was haben wir noch? 5-5. Er scheint vor ziemlich auf K6 zu spielen. 1-7. 8-4. 1-15. Oh! C-Shed. Would help no reason. Okay, jetzt bin ich gespannt. Da scheint er ja. Well, I think it's kind of obvious that we are trolling. Okay, ihr fragt ja, ob er. Ja, mental verrückt ist. Also, ich wusste gar nicht, dass es da irgendwie Unterschiede gibt. Also, ob man mental geschädigt ist oder einfach nur ein Retard ist. Okay. Das kann man schon unter Offensive. Ja, doch, das ist Offensive Language. Ja, das war. Ich hoffe, das ist auch ein YouTuber, wie ich das gerade gelesen habe. Okay, Punish. Da möchte ich gerne punishen. Der steht 1,15. Ich tue seinen anderen Premade-Teammates mal einen Gefallen. So, Verbal Abuse, Offensive Language. Was haben wir da? Da müssen wir wieder sehen, was der Gegner, also Gegnerschätzung geschrieben wurde. So, Learn to speak English, please. Kann ich unterstützen. So. Fizz is so shit. There's no way you could win with him. Your Fizz lost the game, report him. Tja. Pardon. Badum, 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 badum. Was haben wir hier? Verbal Abuse. Flame! Okay. Well, GG, Lulu. Oh man, so viel wieder. Suicide. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Oh, hier hat er Fuck geschrieben. Sie wurden beide für Verbal, also beide haben hier für Verbal Abuse reported, nicht für Negative Attitude. Also muss man hier auch gucken, dass er wirklich einen Verbal Abuse betrieben hat. Sonst kann man nicht für das Negative Attitude reporten, finde ich. So, Gebäcksack hier. Noob, always, bla bla. You have to protect me.
I am Don Crying, just bla bla, report my team, expect change, GGB. Nö, das ist pardon. Er hat dort keinerlei Verbal Abuse betrieben. What first Bushbot? Aha, 1-4-21, also steht ganz gut, haben auch gewonnen. Okay. Er wurde für Negative Attitude reported. Okay. Ah, okay, da hat er schon von Negative Attitude betrieben. Punish. Ich halte mich hier strikt nach, nach den Regeln. So. Offensive Language. Trash Nigger Try Hard Annie. Cool. Shut the fuck up. Das ist kein Offensive Language, das ist Verbal Abuse, mein Freundchen. Ah, trotzdem, das zähle ich mal. Ich mag sowas. Wenn Leute richtig Verbal Abuse und hier Offensive Language betreiben, das ist richtig lustig. Okay. Verbal Abuse. Reportemo. Was ist denn Reportemo? Hä? Okay. Und Temo und G-Report. Das ist also tatsächlich Temo. Ich muss das nochmal durchlesen. Okay, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber Temo hat keinen Verbal Abuse betrieben. Ich guck mir noch mal einen zweiten Fall an. Ich sollte ja nicht gucken, ob Temo und Verbal Abuse geschrieben hat. Ah, Mann, bin ich ein Kacktroll. Wow, what the fuck. So, jetzt habe ich gerade auch meinen Fehler gedeckt. So, Verbal Abuse, Temo, bla bla, bla bla, bla bla bla. Blablabla, bla bla, Reportemo, bla bla, bla bla bla. Okay, hat kein Verbal Abuse betrieben, pardon. Wie lange ich mich jetzt an diesem Fall aufgehangen habe, echt unglaublich. So, thank you. Assisting enemy team, look her items. Wow! Warte, aber wir haben da auch noch. Haben wir mehrfach Troller? Nein. Na, aber das ist richtig und das kann man instant checken. Na, Demogana ist nicht nur out of meta, es hat hier sogar absolut nicht mal im Ansatz funktioniert, weiß ich nicht. Das kann man punchen. Verbal Abuse, negative Attitude, please ward the blue, bla bla. 6-9. Oh man, da wird man echt müde von. Okay, Verbal Abuse, negative Attitude. Was hat er geschrieben? Ich muss einfach mal gucken, was die Enemies geschrieben haben. So. Also hier hat er den Gegner extrem hart beleidigt, das muss man hier, also GGG, I won. So, was wurde denn so im Normalchat geschrieben? Hier sagt er denn einfach nur, dass sie rennen wie Hasen. Okay, Lagman, bla bla, Lag whole game TV, bla bla, Lagging, bla bla. Also hier beschwert er sich ein bisschen, dass übers Lag... Ja, genau. Pardon. Ganz im Ernst, wow. Oh, das war mal wieder Judgment, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich habe fair gerichtet. Ich habe sehr, sehr viele heute davonkommen lassen. Echt unglaublich. Naja, ich bestrafe einfach immer nur diese Leute, die es auch wirklich verdient haben. Okay, das war mal wieder Team Punish. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bam und fick dich, Tio.